Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf meinem Kanal. Children of Morta. So ein wunderschönes Pixel-Art-Spiel. Es sieht einfach unfassbar gut aus. Und ich muss sagen, es ist ja nicht mehr zu vergleichen mit Pixel-Art-Spielen von früher, möchte ich sagen, oder? Also, das sieht doch schon sehr gut aus. So, Children of Morta, ja? Ist von den Entwicklern der Dead Mage. Und Publisher ist 11-Bit Studios, genau. Und Plattform, ja, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC. Ist alles vertreten. Und ich hab das im Xbox Game Pass, den habe ich mir vor kurzem geholt. Und ich dachte so, oh, hast du ja eh schon auf der Wunschliste bei Steam gehabt. Musst du das mal ausprobieren. Das macht so viel Laune. Ja, wir sind jetzt hier, der Vater, der Oberhaupt der Familie. Und wir werden mal jetzt hier so ein bisschen die Steuerung kennenlernen. Und ja. Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. Das macht auf jeden Fall Laune. Das ist eine Mischung aus Roguelike, Hack and Slay und Action RPG. Ich spiele das Ganze mit dem Controller. Und muss sagen, das spielt sich ja nicht mehr so verkehrt mit dem Controller. It first appeared as Sludge given life,
slithering creatures, small and vile. Da kommen wir noch zu. Weil es gibt doch eine Klasse, sag ich mal, Fernkampf, Pfeil und Bogen. Und da hatte ich so meine Bedenken gehabt wegen Controller und so. Bruder ist nicht so der Controller-Schütze, aber Alter, das geht gut ab. Wir haben hier auch ein Schild. Das kann ich, glaube ich, so hier, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob man damit was abwehren kann. Ich muss sagen, ich habe privat schon ein bisschen gespielt. Und mich dann heute früh jetzt mal so entschieden, ach komm, machen wir einfach mal einen Angezockt draus. Ich werde 6 Folgen machen, also eine halbe Stunde oder so. Und als Eindruck, vielleicht hat der eine oder andere ja Bock darauf. So, Angriffe ausweichen. Ja, also Spielprinzip, man sieht's hier immer drauf und ausweichen manchmal, das ist nicht so verkehrt. Hier gab's eine schöne Heilung, man wird auch noch im Verlauf des Spiels noch einige Sachen mehr kriegen. Aber das werden wir alles jetzt noch sehen. Also ich denke mal, in 3 Stunden sollte man schon gut was gezeigt haben. Man denkt sich ja manchmal mal so oh, Pixel Art oder so. Pixel Art, ich finde Pixel Art ja nicht so verkehrt. Also ich finde relativ schick. Das macht doch, wie gesagt, Laune. A wall. Oh nein. Impeding further progress. Nein. A battle was certain. Um dein Schild zu verwenden, besitzt die Spezialfähigkeit, Angriffe mit einem Schild zu blocken. Aber hier, das ist. Er kriegt trotzdem Schaden, oder? Ja. Ich finde diesen Schild hier so unnütze. Und das als Spezialfähigkeit anzupreisen, ist ja schon wohl. Ich muss sagen, ich mag diesen Schwertkämpfer nicht. Na, das ist nicht so mein. Aber ich glaube, ich muss den irgendwann, weil du hast ja auch noch Level-Systeme, die zeigt er nachher auch noch. Alles, was wir zeigen können, werden wir erstmal dann zeigen. Und vor allen Dingen, ditte, was ich bis jetzt weiß. Ich weiß doch nicht viel. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nix. So. Oh, guck mal hier, der arme Igel. Hier haben wir ein Wildschwein. Hier unten war irgendwo ein Hase gewesen. Gleich am Anfang, oder? Oh, der Hase. Hier. Eine arme Hoppelhase. Gut, oh, mein Ohr juckt. Warum juckt mein Ohr? Boah, Junge, nee. Also manchmal kann man mal das Gefühl, dass in meiner Hörmuschel hier, also in meinem Kopfhörermuschel, dass da irgendwo so ein Katzenhaar oder sowas drin ist. Ich hatte schon mal ein Katzenhaar im Ohr gehabt, Alter. Du gehst an die Decke. By light itself. The corruption abated, yeah. Leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. Dann wollen wir mal rinnen in den Düsterwald. So ein bisschen was von Dungeons and Dragons. Was ist das für ein Tier hier? Ein Wolf oder sowas? Große Truhen können nur mit einem Edelstein geöffnet werden. Edelsteine können an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in diesem Tierkadaver, gefunden werden. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Also prinzipiell war ich bis jetzt nur unter der Erde und da hast du mal Glück gehabt, wenn du Gegner getötet, wenn Gegner getroppt haben.
Du hast denn hier so eine Truhe hier, da sind so eine Sachen drin hier, zum Beispiel jetzt Flamme. Flammen von Alt Neata. Stärkt Gegner, denen du Schaden. Was? Steckt Gegner, denen du Schaden zufügst, in Brand. Okay. Du hast jetzt hier so eine, halt, ja, steht ja da, eine göttliche Reliquie. Ein mächtiger Gegenstand, der dich auf spezielle Weise stärkt. Das sind so Passiv-Bonis. Du hast dann aber auch noch Aktiv-Bonis oder aktive Fähigkeiten, die du ja bekommen kannst. Aber das zeige ich noch. Das kommt alles noch. Aber guckt euch das mal an hier, wie das alles aussieht hier. Hier mit die Skulptur. Oh, hier, das sind, ich sag mal, Elite-Gegner. Before him was now one more dangerous than those that came before. Die sind halt ein bisschen stärker, die Schweinepriester. So, und damit haben wir einen Levelaufstieg. Ja, du erhältst EP für besiegte Feinde. Wenn du eine bestimmte Menge an EP gesammelt hast, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Du kannst Fähigkeitspunkte dafür verwenden, deine Fähigkeiten über den Fähigkeitsbaum zu verbessern. Drücke, blablabla, um den Fähigkeitsbaum zu öffnen. Drücken wir doch gleich mal. So, und du hast genügend gesammelt, kannst also einen Fähigkeitspunkt verteilen. Das Prinzip ist ja eigentlich klar. So, jetzt kann ich aber hier nichts machen, weil ich muss jetzt das nehmen da. Beschwört himmlische Schwerter, die auf Johns Gegner herabregnen. So, wenn wir das mal machen, drücken wir mal OK. So, wenn du mehrere Fähigkeitenpunkte zuweist, werden neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ja. Ja. Und zwar hast du jetzt hier, nichts kann diesen Vater und Meister von Schild und Schwert davon abhalten, seine Familie zu beschützen. Er ist zwar etwas langsam, seine Hiebe sind dafür umso mächtiger. So, und dann kannst du ja hier bestimmte Sachen skillen und dann kommst du irgendwann in die nächste Gruppe und dann hast du hier das hier freigeschaltet. Und die Gruppe, das zählt für, ja, erhöht die Maximalgesundheit aller Familienmitglieder. So, ich muss mal kurz, ganz kurz mal unterbrechen. So, fängt er wieder gut an, wa? Aber der Buddha ist ein alter Mensch. Und alte Menschen brauchen manchmal Tabletten. So, ja, wie gesagt, also das. Die kannst du alle hochleveln. Ich denke mal, das ist auch sinnvoll, weil du kannst ja die Charaktere nachher aussuchen. Und dann zählt das für alle Familienmitglieder, die du spielst. Und das ist schon mal eine coole Sache, finde ich. Prinzipiell musst du dann halt, ja, alle dann irgendwie mal durchspielen, ne? Was dieses Spiel schon wieder interessanter macht. Du machst dann halt, levelst halt die anderen auch hoch. Aber prinzipiell würde ich immer, also meiner Meinung nach würde ich bei meinem Lieblingscharakter bleiben. So, hier sind alte Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Goblins. Achso, wir haben jetzt hier Y. Ja. So, das ist die Spezialfähigkeit, die man dann hat. Y ist essentiell wichtig. Ich sagen. So, hier bin ich privat nicht lang gelaufen. Hier weiß ich gar nicht, was hier ist. Inherently violent and ill-bathed, the goblins were an unfocused. Dieses Schild macht überhaupt.
Ach doch. Okay. Was hat er jetzt gesagt? Verdammt, ich hab nichts gehört. Finde ich ein bisschen schwierig, immer so. Wenn man kämpft. Hört man nicht zu. Magnificent, but dangerous. A land of love found and of love lost. Also ich bin gespannt, wie groß das Ganze hier ist. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wie sie das überhaupt noch kennen. Eine Höhle kenne ich bis jetzt. Und ich habe gestern ja, ein paar Stunden schon gezockt. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Erstmal mal zu trinken eingießen. So, und dann hat man auch so in den Dungeons, hat man dann immer so eine Sachen wie hier zum Beispiel gelbe Türen. Dahinter sind dann so eine... Remaining calm and collected, the shock of his heart skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Das ist... Oh Gott. Alter, wenn die Stimme versagt. Das ist seine Tochter, die Linda. Und mit der spiele ich zurzeit. So, und damit haben wir jetzt was Neues gekriegt. Verleiht dir kurzzeitig eine Aura und dann kannst du Blitze irgendwie. Werden wir auch gleich nochmal machen. Ja, habe ich doch schon gedrückt hier. Ich finde es lustig, wie man im Tutorial hier so viele Heilungsfläschchen kriegt. Alter, nachher. Lächst du nach jedem Tropfen Leben, den du da hast? Du hast eine bestimmte, also ich glaube 25, irgendwas in der 20er Bereich Leben. Bis dahin steigst du dann wieder, weißt du? Also wenn du kurz vor Peng bist und oh, Alter, und dann kriegst du nicht so viel wie hier jetzt. Da brauchst du mal ja nicht loben. Schwierigkeitsstufe ist übrigens normal. Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others, they corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Sind noch nicht voll. Mann. Alter, das geht gut ab. Both father and daughter gathered their thoughts. Their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? Das geht gut ab, das Spiel. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption. A cruel entity spoken of only with hushed voices. An ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergson's duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight. Especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them.
she stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the Sanctuary. Ja, ich will auch so in ihr Heim, Jank. Die Betthöhle. Given to the Bergsons by Rhea herself, the Sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. So, und damit haben wir die, ja, wir können jetzt zum Haus zurückkehren. Wir können ja mal nochmal hochgehen, ob da noch was ist. Irgendjemand, was erzählen will, aber irgendwie, hier ist dann noch eine Bibliothek. Oben rechts hier in dem Häuschen sieht man so, ja, Dialoge, die hier ein bisschen führen. Kann man natürlich alles nochmal nachgucken. So, und dann tüdeln wir mal hier durch. Halls of Anaya Dyer must be here, for she needs to be found. So, die Seidenhöhlen. 1 von 3. Privat bin ich jetzt bei 2 von 3. Boden, Wände und Decken sind von Netzen überzogen. Wir wissen Bescheid. So, und dann sind wir hier und können wir jetzt hier auswählen. Hier Spieler 1 und Spieler 2. Also das ist so ein Koop. Ich weiß aber nicht, ob das nur ein lokaler Koop ist. Das kann ich euch ja nicht sagen. Ich habe ja hier die Internetseite hier offen. Modus Mehrspieler. Ich guck mal rein hier. 50% gerade bei Steam. Kann das sein? Ah, hier sieht man ja wieder nicht durch hier. Warte mal. Steht das hier irgendwo? Koop mit geteilten Bildschirm. Okay, ist also ein lokaler Koop. Gut. Ja, ich werde jetzt hier Linda nehmen, weil John haben wir jetzt gesehen. Jetzt zeige ich euch noch Linda. Fähigkeiten werden zurückgesetzt. Ne, will ich auch gar nicht. Und die hat natürlich dann... Wir haben ja noch keinen Punkt. Die kriegt dann auch hier bis Level 20 hier oder bis hoch. Und dann kannst du das für die Familie freischalten. Und hier oben in der Reihe seht ihr, was denn freischalten ist. Ist denn gut zu sehen. Wir haben alles ausgegraut und haben noch nichts geschafft. So, gut, werden wir mal Linda nehmen. Wenn wir mal noch eine Runde darin gehen, wir werden sicherlich nicht durchkommen. Shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. Wir werden mit Sicherheit nicht weiterkommen, weil das Spiel so ausgelegt ist. Du sollst ja... Das soll ja auch ein bisschen knackig sein. Filling the winding tunnels of the silk-covered caves, the acrid taste of poison lingered in the air. Spiders. Spider-Man. Linda told herself it was only target practice. As she readied her bow, they must find the spirit deep within the caves. So, gut. Alles klar. Linda schaltet ihre Gegner aus sicherer Entfernung. Ja, also gut.
Das schaffen wir schon. So, ihr könnt also hier. Die hat doch irgendwie. Du kannst hier irgendwie rennen und gleichzeitig in irgendeine Richtung schießen oder sowas. Mache ich aber nicht. Ich komme damit nicht klar, mit linken und rechten Stick drücken hier. Drauf geschissen. Wir machen erstmal hier. Oh, ich habe ja noch Jani. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder umdenken hier. Zielhilfe hebt das auch. Macht euch die ruhig an. Ich habe ja noch nicht mal einen Spezialangriff. Die sind richtig fies. Weil die so schnell sind. Die halten so ein bisschen was aus hier. Die alten Knochenritter oder so. Ich habe meinen. Das ist natürlich doof jetzt hier, dass ich hier meinen Y noch nicht habe. Aber gut. Du kannst nicht immer rollen oder wegrollen. Da musst du so ein bisschen haushalten mit. Aber ich sag mal, die sind hier relativ easy. Halten zwar aus, aber du kommst ziemlich schnell weg. Darfst du halt nicht erwischen lassen. Ja, wir wurden jetzt schon ein paar Mal erwischt. So, hier ist Mist. Aber diese Fallen kann man auch nutzen, um und hier Vasen kaputt machen. Diese Fallen kann man auch nutzen, um Gegner da durchzulocken. Und das macht sie eigentlich ganz gut. Pass mal auf, ich zeig das mal. Weil die gehen davon auch kaputt. Sehr gut. Man kann diese Fallen gegen sie verwenden. Das ist gut. So, dann das hier wäre jetzt der nächste Abschnitt. Da gehen wir aber erstmal noch nicht drin. Sehr gut. Das macht voll Laune. Das kriegt man immer erst nach der Zeit so mit. Prinzipiell. Ich sag mal, das Spiel ist nicht so schwer angehaucht, dass man jetzt hier nicht weiterkommt. So, dann gibt es hier so eine blauen, Barrieren. Ich glaube, da kommen die nicht durch. Nee, mit dem will ich noch ja nicht reden. Weil ich glaube, hier geht es denn schon. In den nächsten Part. Hier sind Truhen. Truhen gibt es auch. Da ist Money drin. War jetzt gerade nicht direkt da. Oh, 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 da ist ein oder Schamane hier oder so, was das ist. Oh Gott. Und ich hab kein Dings. Ich glaube, jetzt kommen wir so an den Punkt, wo wir. Kommt mal durch hier. Oh, wir sind aufgestiegen. Jawohl. Haben wir. So, wo ist der Fatzke? Hier. Vielleicht schaffen wir das ja doch. Die ist halt eine gute Klasse, finde ich. Also ich mag die ja. Ne? Ich hoffe, ich schalte noch die andere Klasse frei, die ich da noch privat freischalten habe. Und
Die habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Die würde ich auf jeden Fall hier im Angezockt mal probieren. Oh, hier so eine. Oh, hier sind so eine Giftspinnen hier. Heilung, Heilung. Jawohl. Oh, ich habe hier immer noch nicht mein Superskill hier. Aber wir können jetzt hier mal einen Punkt setzen. Und zwar... Linda schießt dann... Ja, hier. Ist das... Ja, wir haben endlich... Jawoll! Jawolla! Ich kann ja mal... Tatjana... Würde der gerne mal bei einer Gruppe demonstrieren. Da ist schön Bereichsschaden. Und ich muss sagen, die Abklingzeit ist relativ niedrig. Was richtig gut ist. Also ich muss sagen, ich habe mit ihr jetzt weniger Probleme als mit ihm. Ich habe den ersten Durchlauf hier mit ihm gemacht gehabt. Und ausprobiert. Und hier sind hier diese Truhen hier, die, ja, da brauchst du aber den Edelstein. Als erstes hab ich dann so gedacht, dann so, Edelstein, wollen sie wieder, dass du bei Geld bezahlst? Aber nee, ist nicht. Ich glaube, Mikrotransaktionen gibt es hier ja nicht. Sehr gut. Tja. Mein Freund, ich bin auch schon ein paar Mal an der Mauer hängen geblieben. Oh, ich habe keine Ausdauer. Sehr gut. So, war hier nicht irgendwas? Ja, hier ist nochmal. Ach so, hier sind doch noch irgendwie Leichen manchmal. Hier haben wir so einen Truhenschlüssel, jawohl, so einen Edelstein. Jetzt können wir uns die Truhe holen, sehr gut. Oh, was haben wir da? Was haben wir da? Heilt einen Teil deiner Maximalgesundheit. Zauber sind magische Objekte, die in Mortar gefunden werden können. Jeder Zauber hat eine besondere Fähigkeit, die mit Kreuz nach unten aktiviert werden kann. Nach der Aktivierung wird der Zauber verbraucht. Es kann bloß ein Zauber gleichzeitig mitgeführt werden. Alles klar. Machen wir jetzt erstmal nicht, weil man kommt, ich sag mal, man kommt relativ gut durch. Ohne dass man ständig sich heilen tut. Ist manchmal ein bisschen knappig, aber was willst du machen? Aber man sieht schon, dass hier das mit dem Fernkampf, das funktioniert richtig gut. Oh, wir haben... Ja, wir sind aufgestiegen. Sehr gut. Alter, das läuft ja richtig. Das läuft ja wie so ein Länderspiel hier. Mach dich weg, Junge. Manchmal ruckelt es ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Warte, nur kurzzeitig. Und dann ist auch wieder vorbei. Geht schon wieder in den nächsten Bereich. Ach, guck mal an hier. Wieder so ein Alter da. Okay,
Okay. Oh, jetzt wird kritisch. Na, kommt mal mit hier. Jawoll, Alter, jawoll. So, jetzt seht ihr, dass er meine Lebensmittel, wollte ich gerade sagen, meine Lebensanzeige jetzt auf 21. Wir waren vorher auf 13 oder sowas. Die füllt sich dann bis zu diesem Punkt und dann geht es aber nicht weiter höher. Sollst du ja auch ein bisschen was dafür tun. Aber ich muss sagen, ich komme schon, bin wie gesagt schon weiter als... So, hier sind Speicher. Du hast den letzten Raum und dessen Portal gefunden. Du kannst dich von jedem beliebigen Ort auf dieser Etage hier zurück teleportieren. Okay. So, und dann gehst du hier durch und dann kriegst du... Energy flowed around the room. Before the hero, an object of the divine. So, wenn du das auswählst, die nächsten zwei Treffer werden ignoriert. Gut, das ist also hier das Ende. Das heißt also, warte mal, wie war die Karte, war so aufgemacht, genau. Dann werden wir mal zu dem Alten gehen. Zu unserem Vater. Und gucken, was der jetzt da hinten will. Ich dachte, da wäre das Ende. Ach nee, warte mal, die blauen Dinger... waren irgendwelche Zwischendinger, oder? Somewhere nearby, a group of the defenseless needed assistance. Sehr gut. Kann ich mich auch nie daran erinnern. Oh, oh, oh. Oh, Heilung, Heilung, hallo. Das hatte ich im ersten Durchlauf auch nicht gehabt, diesen Raum. Oh, hier. Der Eierkopf wieder. Sehr gut. Also zu zweit macht das bestimmt mega Laune. Guck mal an, wie stark der Vater sein kann, wenn er nur will. Alter, cool. Was haben wir denn hier freischalten? Eine Karawane. Händler? Strained breaths. They got it out. Some locals were in danger. So, Ausweichprotokoll. Ausweichbalken regenerieren sich schneller. Jawoll, so muss das. Stimmt, wenn ihr durch die Blaue geht, dann sind da immer irgendwie abgesperrte Bereiche, die dann irgendwas hervorbringen. Meistens ist das auch irgendwann so ein Raum. Da musst du was beschützen, clearen oder sonst irgendwas. Und hier kommen keine Gegner von draußen, also die bleiben dann da drinnen. Gut, dann können wir ja in die nächste Ebene gehen. Das habe ich beim ersten Durchlauf privat nicht geschafft. Da bin ich gleich verreckt mit dem guten Vater. Das macht so Laune mit der, ja. So. Ebene 2. Geil. Oh, wir sind schon bei 40 Minuten. Alles klar. Wisst ihr Bescheid. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge bei Ebene 2 wieder. Eigentlich wollte ich das hier kurz zeigen und dann weitermachen, dann aufhören. Und dann den nächsten Part anfangen, aber so. Naja. Haltet die Ohren steif und tschüss.